Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Übersicht über den Surge Synthesizer. Der ist jetzt gerade in der Version 1.8 erschienen und ich wollte einfach mal so ein bisschen einen minimalen Überblick über den Synthesizer geben, wer ihn noch nicht kennt und wer ihn kennt, auch nochmal so ein bisschen zeigen, was neu an dem Synthesizer ist. Legen wir doch mal los. Ja, so hört sich der Surge Synthesizer an oder kann sich anhören. Und so sieht das neue Skin aus, das Royal Surge. So, ihr kennt den Surge Synthesizer. Ich blende mich hier gerade mal so ein bisschen aus. Und zwar hier rechts unten ist der Menü-Button. Und wenn man hier einen Linksklick drauf macht, kriegt man hier so die Übersicht der Optionen. Eine der Optionen ist hier Skins und hier kann man aus den drei verschiedenen Skins wählen. So kennt man den Surge Synthesizer bisher und dann gab es noch das Dark Theme, auch nett, und seit neuestem gibt es eben jetzt auch noch den Royal Surge. So ein bisschen in Holz klassisch gefasster schöner Synthesizer. So, der Surge Synthesizer. Ich zeige jetzt einfach mal ganz kurz, was an dem neu ist, sobald ich mein Fenster hier finde. Genau. So, in meinem Blog habe ich das auch geschrieben. Die neu hinzugenommenen Features sind eben der neue Skin oder das neue Skin, Royal Surge, und die Classic und die Dark Skins sind verbessert worden. Es sind neue Filter und neue Filtermodelle hinzugekommen. MSEG, also dieser Multisegment Envelope Generator ist hinzugekommen mit einem Editor dazu und eine ganz große Anzahl von Air Windows Effekten. Und Air Windows kennt ihr vielleicht von Chris Johnson von der Webseite airwindows.com, der sehr viele kleine, sehr qualitativ hochwertige Effekte macht. So. So, der Surge Synthesizer ist quasi zwei in einem. Man hat quasi A- und B-Szene, das sind quasi die zwei Synthesizer des Surges, und diese A- und B-Szenen haben jeweils drei Oszillatoren, komplette Filterbänke, Effektsektionen, Modulatoren hier unten, Makros, die man belegen kann, womit man auch von diversen MIDI-Geräten die Knöpfe belegen kann und so weiter und so fort. Und man kann mit diesen Modulationen natürlich alles Mögliche hier modulieren, wenn man möchte. So. Inklusive diversester Syntheseform, bis hin FM-Synthese, Wavetable, subtraktive Synthese. Man hat hier so einen Mixer mittendrin, der die verschiedenen Oszillatoren steuern kann. Man kann die muten, man kann einen Oszillator nehmen oder alle drei. Man kann dazu nehmen noch Noise, man kann das Ganze muten, die einzelnen Oszillatoren im Stereofeld hin und her schieben. Also man kann mit dem Synthesizer richtig, richtig, richtig viel machen. Und der wird oftmals so ein bisschen übergangen und übersehen, der Synthesizer. Ist aber ein sehr machtvoller, kraftvoller Synthesizer, der zudem auch noch Open Source und kostenlos ist. Und deshalb wollte ich so ein kleines Video darüber machen. Beziehungsweise einfach nochmal so ein Hinweis, hey, da gibt's was ganz Tolles. Guckt euch den mal an. Ich verlinke auch meinen Blog und natürlich auch die Research-Webseite, wo ihr den direkt runterladen könnt für euer Betriebssystem, für eure DAW. Ich habe das hier unter Linux und Bitwig laufen. Aber genauso könnt ihr das unter Windows und macOS unter jeder möglichen DAW laufen lassen. Was ich jetzt einfach mal mache, ist so eine kurze Sound-Demo, was der Surge so kann. Dazu schalte ich meine Cam mal aus und spiele jetzt einfach mal so ein paar Presets durch, weil der Surge Synthesizer kommt mit unglaublich vielen Presets.
Und da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und zwischendurch stoppe ich einfach das Video, weil ihr müsst ja auch nicht sehen, wie ich das jetzt alles auswähle und da eine stundenlange Preset-Show mache, sondern einfach nochmal so ein paar Presets, was der Search kann. Zum Beispiel kann man die beiden Searches, die A und B-Szenen hier oben mit so einem Split versehen, wie man das vom Keyboard-Split kennt. Auf der unteren Seite spielt der Bass, auf der oberen Seite spielt irgendwie einen Lead-Synthesizer oder man kann Rhythmen generieren, die man mit der linken Hand spielt und mit der rechten Hand dann Melodien mit einem anderen Instrument und. Also es gibt da eine ganze Menge zu entdecken. Man kann mit dem Search Synthesizer wirklich richtig, richtig viel machen und kann sich da wahrscheinlich um Monate drin vertiefen, um so ansatzweise alle Funktionen da zu beherrschen oder kennenzulernen. So, ich blende mich jetzt aus und dann drücke ich immer mal wieder auf Stopp, lade ein neues Preset und spiele da einfach mal so ein bisschen durch. Eine kleine Sache vielleicht noch. Hier oben ist ja das Preset-Fenster und wenn ich einen Linksklick mache, kriege ich alle Presets, die Factory Patches angezeigt und drunter die Third-Party-Patches. Und wenn ich einen Rechtsklick auf den Browser mache, kriege ich die Presets aus der aktuellen Kategorie. Das heißt, wenn ich hier jetzt draufklicke und jetzt hier, nehmen wir mal hier unten ein und ich wähle jetzt hier die Brasses aus, Brass 8 und mache hier jetzt einen Rechtsklick, dann kriege ich hier aus der Kategorie, die ich gerade ausgewählt habe, also Blue Light Brasses, kriege ich dann die entsprechenden Auswahl. Das verschnellert so manchmal, oder nicht manchmal, sondern das verschnellert den Workflow einfach. So, jetzt halte ich aber meinen Mund und blende mich mal aus und ja, lasse euch mal so ein bisschen was hören. Thank you.
So, ich denke, das waren jetzt mal so ein paar genügend Presets, um da mal neugierig zu werden. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen auch Neugierde für den Search entwickelt. Das ist ein toller Synthesizer und wie gesagt, für Umme, da kann man sich sowieso nicht beklagen und das Ding ist wirklich mächtig kräftig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, so als kleiner Tipp. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, erzählt weiter von den Videos. Ich mache noch diverse andere Videos und Tutorials. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao, ciao.